So, ich übersetze, dolmetsche ganz, so sinngemäß ganz kurz. Frau I bedankte sich für die Förderung des Goethe-Instituts zu diesem internationalen Austausch und auch die Arbeit für zweiten Fremdsprachen ist immer so ein Schwerpunkt von dem Bildungsministerium in Taiwan. Ja, ja, sie freut sich hier sehr, dass sie hier dabei sein darf. Okay, jetzt geben wir noch ein paar Minuten. Gut, dann kann ich noch mehr erzählen, oder? Also, dann kann ich noch mal mehr erzählen, was von dem, was Frau I erzählt hat. Also finde also dieses Workshop, dieses Projekt ist ganz wichtig für Schüler, vor allem auch für Schüler in Taiwan, ne? Das ist eine sehr gute Gelegenheit, so ihre Blicke nach draußen so zu werfen, ja, also und dann durch diesen internationalen Austausch mit Schülern aus verschiedenen Ländern können sie dann vor allem das, also mit ihrer gemeinsamen Sprache, nämlich Deutsch, ne, über verschiedene Dinge erzählen und ja, zum Beispiel dann Sie haben dann in den letzten Tagen auch sehr hart zusammengearbeitet und haben dann auch ihr so Projekte entwickelt, ja. So, also das Thema, also unsere Projekte ist, wie sieht dann der Schüleraustausch in Zukunft aus? Ja, in dieser Zeitalter der Digitalisierung. Ja, und sie haben, habe ich gestern auch immer so mal geguckt. Ich habe so viele Gruppen haben dann auch wirklich Apps entwickelt. Ne? Sie haben Apps entwickelt zu Austausch. Ich finde, das ist ganz interessant. Okay, und wir haben noch ein paar Minuten. Ne? Ja, 4 Minuten, okay. Dann vielleicht können dann Herrn Gottberger, ja, von DAD Austauschdienst, ja, so, mal was sagen. Das ist jetzt ein bisschen überraschend, weil ich eine Rede vorbereitet habe. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich komme eigentlich von der Konkurrenzveranstaltung. Es gibt gerade eine Bildungsmesse gegenüber, wo ich natürlich vor allem auch die taiwanesischen Schüler herzlich willkommen teilzunehmen. Gut, meine Hauptaufgabe hier in Taiwan ist es eigentlich, das Studium, die Möglichkeiten des Studiums in Deutschland zu bewerben. Deshalb auch bin ich bei der Bildungsmesse und ich hoffe, dass Sie vielleicht auch durch diesen Kontakt, durch diesen internationalen Kontakt, den Sie aufgebaut haben, Interesse haben am Studienstandort und an den Möglichkeiten, die Deutschland als Studienstandort bietet. Das ist Vielen Dank. Okay, ich gebe gleich das Wort an Frau, also Paula Garzler oder Paula Grünwald, ja, okay, also Manager, Projektmanager von dem Team Jugend hackt. Ja, okay, dann bitte schön. Dankeschön. Genau, aber bevor ich anfange, ein bisschen was zu Jugend hackt zu erzählen, möchten wir etwas ausprobieren. Und jetzt müssen wir alle Daumen drücken, dass die Technik funktioniert. Wir möchten nämlich eine Live-Schaltung machen zu den anderen Workshop-Standorten in Hongkong und in Tokio. Das Spannende an Vernetzte Welten dieses Jahr ist nämlich, dass wir nicht nur einen Workshop haben, sondern drei, die parallel stattgefunden haben. Wir haben uns am Freitag schon mal connected und haben uns gegenseitig alle Projekte vorgestellt. Das war schon ganz spannend und jetzt wollen wir nochmal von den jeweiligen anderen Standorten hören, wie es denn bei Ihnen war. Und wir starten tatsächlich. Genau. No. Yes. Okay. Und dazu bitte ich jetzt einmal Martin aus Deutschland und Ping-Wen auf die Bühne, die nämlich ein bisschen was vom Wochenende erzählen. So, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, ob die uns hören. Robert, hört ihr uns? Robert hört uns. Wo ist Tokio? Tokio ist noch nicht da. Und Robert, ihr seid jetzt beim Taifun, ihr könnt nicht präsentieren, oder was ist bei euch los, ne? In Hongkong hat der Taifun... Ah, Robert? Können wir dich hören? Okay, wir haben dich nicht so gut verstanden, Robert, leider. Oh. Ja, Leute, wir hören dich. Okay, das ist Technik, ne? Jetzt hört ihr uns? Könnt ihr vielleicht euch mal muten, Robert? Und Daniel? Ja. Hört ihr uns mal? Ja. Aber mit... Okay. Ah, das war der Lou. Nein? Das war der Lou. Nein. Okay. Okay. Okay, ich glaube, wir brauchen noch 2 Sekunden. Weil wir hier einen Loop haben. Okay. Ja, das hört sich besser an. Ah, super. Ihr hört uns? Tokio hört uns, Hongkong hört uns. Yeah, alles klar. Cool, super. Dann bin ich jetzt gespannt, was uns Martin und Ping-Wen vom Wochenende erzählen. Fängst du mal an gleich? Okay. Hallo, ich heiße Ping-Wen Ling. Ich komme aus Taiwan. Und ich glaube, dass das Camp ist besonders hoch. Und ich habe viel gelernt. Ich kann auch sagen, das ist ein Camp, das ich teilgenommen habe. am besten kennen. Ja. Und ich habe viele Freunde kennengelernt. Ich lerne sogar die Kunst des Landes und so weiter, weil meine Freundinnen haben mir viel über ihr Land gesagt. Ich habe sie, ja, und die Tagesordnung gefällt mir sehr. Ich habe gelernt, wie ich eine App aufbauen. Ich glaube, diese Technik sehr praktisch ist. Zum Schluss, ich glaube, dass die Kochabend das lustiges Erlebnis ist. Alles haben zusammen das Essen gemacht. Das ist eine gute Erfahrung für mich. Das ist alles, danke. Ja, auch von mir, von deutscher Seite muss ich sagen, es war ein wirklich schönes Projekt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach mit den asiatischen Teilnehmern zusammen. Diese Vernetzung war einfach wirklich schön, dass man diese andere Kultur kennenlernt, dass man dadurch weltoffener wird. Und besonders überrascht hat mich vor allen Dingen dieses Interesse, was gekommen ist. Am Anfang war noch diese Verschlossenheit da, aber dann immer weiter dieser Fortschritt, dass man sich geöffnet hat untereinander und sozusagen immer mehr dieser Kulturenausstatt stattgefunden hat. Das hat mir sehr gefallen. Und ja, natürlich gibt es Sprachbarrieren, aber man hat über die Zeit, hat man sich immer besser verständigen können und das war einfach wunderschön. Und natürlich Neues gelernt habe ich sehr viel über die Kultur, über die Mentalität, die hier so verschieden ist zu der europäischen, zu der westlichen Mentalität. Das Essen war natürlich immer super. Also taiwanesisches Essen ist echt mein Liebstes zur Zeit. Ich finde es sogar besser als das deutsche Essen. Ja, genau. Also es war für mich im Großen und Ganzen eine super Woche, ein super Workshop. Ich bin einfach begeistert. Dankeschön, Martin und Ping-Wen. Und damit geben wir jetzt ab ins taifungeplagte Hongkong. Okay, abgefahren. Oh no. Oh no. Jetzt weg? Ja, okay. Jetzt sind wir wieder ganz normal da. Okay. Das war jetzt wirklich ganz schön verrückt, sich nochmal mit den anderen Workshops zu verbinden und zu sehen, dass da ja genau das Gleiche passiert ist eigentlich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin auch ziemlich gespannt, was die noch für Projekte haben und werde mir das auf jeden Fall noch anschauen. Bevor wir jetzt nochmal starten mit unseren Projektpräsentationen, will ich wirklich nur ganz kurz was über Jugend hackt erzählen und über das Wochenende ganz kurz einen Eindruck geben. Jugend hackt ist ein Programm der Open Knowledge Foundation, für die ich arbeite, und von Mediale Pfade zur Förderung von technikbegeisterten Jugendlichen. Wir sind gestartet 2013 mit einem Pilotworkshop in Berlin mit 60 Teilnehmerinnen, und 2017 können wir sagen, dass wir inzwischen 8 Events in Deutschland, Österreich, Schweiz plus eben die 3 asiatischen Events haben mit insgesamt über 200 Teilnehmerinnen. Also es ist ganz schön groß geworden, und um Jugend hackt herum hat sich auch tatsächlich so eine wahnsinnig schöne Community entwickelt. Jugend hackt wäre nämlich nicht möglich durch das Engagement, also wird nur möglich durch das Engagement ganz vieler ehrenamtlicher Mentorinnen und Mentoren, die die Jugendlichen auf unseren Events immer begleiten. Das sind professionelle Programmiererinnen, Designerinnen, teilweise Journalistinnen, Leute, die sich mit Technik auseinandersetzen und die den Jugendlichen dabei helfen, ihre eigenen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Und das machen die immer alles ehrenamtlich. Und ich glaube, für mich eine der schönsten Erfahrungen hier in Taiwan war tatsächlich, dass wir festgestellt haben, dass hier in Taiwan genau so ein Verständnis von Ehrenamt auch schon existiert. Es gibt eine Zivilgesellschaft, die sich auch rund um digitale Themen engagiert, und deswegen war es so wahnsinnig schön, mit den taiwanesischen Mentoren zusammenzuarbeiten, weil man musste gar nicht viel erklären. Die haben das alles sofort verstanden, das Prinzip hinter Jugend hackt und wie sie mit den Jugendlichen umgehen sollen. Das war wirklich eine richtig, richtig schöne Erfahrung. Genau. Kurz auf meinen Spickzettel. Was wir gemacht haben bei diesem Workshop. Damit Sie so ein bisschen einen Eindruck bekommen, vor allem auch die Leute im Livestream, weil wir streamen das ja nochmal nach Facebook, was eigentlich an dem Wochenende passiert ist und was es eigentlich für eine krasse Leistung ist, die die Schülerinnen und Schüler hier erbracht haben, möchte ich einfach nur kurz beschreiben, was passiert ist. Tatsächlich kann man sagen, dass die deutschen Teilnehmerinnen wahrscheinlich schon ein bisschen technische Vorerfahrung haben. Die haben nämlich schon an Workshops von uns in Deutschland teilgenommen, die asiatischen Teilnehmerinnen aber noch nicht so viel. Deswegen haben wir am Donnerstagabend gestartet mit einem kleinen Maker-Workshop. Wir haben so kleine Voodoo-Puppen gebastelt, die am Ende Sprache aufzeichnen konnten und wiedergeben konnten. Dazu musste man ein Grußkartenmodul, was man in Deutschland auch kennt, wenn man so Geburtstagskarten hat, wo man etwas raussprechen kann, und dann klappt man sie auf und dann singt die Karte. Und das haben wir auseinandergenommen und umfunktioniert. Und das ist eigentlich schon eine Grundlage von Hacking. Man nimmt etwas, schaut es sich an, schaut, wie es funktioniert, und macht was anderes daraus. Und genau das haben wir an dem Donnerstagabend schon gemacht. Und man sieht, das war richtig wild. Wir haben viel gebastelt, es wurde aber auch genäht und Knöpfe angenäht. Und am Ende hatten wir dann ganz viele schöne Voodoo-Puppen, die teilweise funktioniert haben und teilweise nicht. Aber das gehört auch dazu. Am Freitag haben dann die Köpfe geraucht. Da sind wir nämlich ins Brainstorming gestartet und haben uns ganz viele Gedanken gemacht darum, eben was Schüleraustausch bedeutet und welche Technologien vielleicht auch im Schüleraustausch eine Rolle spielen können. Und im Nachhinein wurden dann ganz viele Ideen entwickelt, und einige dieser Ideen wurden dann eben umgesetzt. Freitag waren wir dann zwischendrin auch noch kochen. Genau, wir hatten das wahnsinnige Glück, eine Kochschule besuchen zu dürfen, und haben dann 3 Arten von Dumplings gemacht und Bratkartoffeln, die aber eher so ein bisschen kartoffelbrei-mäßig waren am Ende. Am Samstag wurde dann ganz viel gecodet und umgesetzt. Und natürlich nicht zu vergessen ist, dass wir auch ganz viel Spaß hatten. Genau. Und das war es jetzt eigentlich schon von meiner Seite. Ich bin jetzt nämlich gespannt auf die ganzen Projekte und möchte damit das erste Team auf die Bühne bitten. Das ist nämlich Shake. Und das sind Ping-Wen Ling. Okay, Shake auf die Bühne. Und ich sage eure Namen, aber wenn ich sie falsch ausspreche, dürft ihr mir das nicht böse nehmen. Okay? Also einmal Shake auf die Bühne. Das sind Ping-Wen Ling, Hoi Won Che und Tunga. Ah, okay. Dann ein Applaus für Shake. Hallo, ich heiße Ping-Wen Ling. Hallo, ich heiße Tonga. Ich heiße Anthea. Guten Tag. Ich habe sehr viele Probleme. Zum Beispiel, ich möchte nach Taiwan fahren, aber ich weiß nicht über Taiwans Kunst. So, was soll ich machen? Keine Angst, wir haben eine App. Diese App heißt Shaking. Wenn du mehr über Kunst in Taiwan kennenlernen möchtest, kannst du den Button klicken und dann wird die App dir die Kunst zeigen, zum Beispiel die Gravierungen und die Eingeborenen. Ja, ja. Was willst du noch wissen? Ich möchte mehr über Essen wissen. Du kannst diesen Button klicken, zum Beispiel, das ist Mango-Eis. Es gibt viele Obst in Taiwan und das ist Lu-You-Fan. Wow, so cool. Ich kann jetzt diese App benutzen. Wenn ich nach Taiwan fahren möchte, muss ich Reiseinformationen suchen. Dann kann ich diese Button klicken, oder? Ja, richtig. Wenn du den Button klickst, könntest du das Wetter, die Landkarte, der Transport, der Preis von Taiwan sehen. Lass es mich dir sagen. Der Landkarte klicken und du kannst Taipei oder Taiwan fragen. Danach kannst du hier klicken. Das sind zwei bekannte Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel Taipei 101 und Taipei Zoo. Das sind die Informationen. Und du kannst auch Tainan anklicken. Das sind zwei bekannte Gerichte. Das ist Milchfisch Congee und das ist Ampingkästchen. Ich möchte es selbst ausprobieren. Kann ich? Gerne. Ich möchte weitere Informationen suchen. Dann klicke ich in diesen Button. Wow, das ist so wunderschön. Ja, das ist cool, oder? Mach weiter. Okay, danach klicke ich Transport an. Da gibt es Taxipreise und MRT und Busstrecke. Okay. Du kannst sogar nach Flugpreisen suchen hier. Wow, die App ist sehr praktisch. Ja, die Leute können es alles suchen durch diese App. Möchte er diese App ausprobieren? Das ist alles. Dankeschön. Wow. Vor allem muss man denken, das war die erste App, die ihr programmiert habt, oder? Eure allererste App, die ihr an einem Tag gebaut habt, ne? Ein Tag. Oh. Okay, als zweite Gruppe möchte ich auf die Bühne bitten, rede mit mir. Das sind, auch hier muss ich mich entschuldigen, wenn ich die Namen falsch ausspreche. Angtuja Batzuk und Saitaro Horikawa und Ben Karp. Ein Applaus für die drei. Okay. Also wir haben festgestellt, ich glaube, wir alle haben festgestellt, dass die Sprachbarriere, also dass man nicht gut mit anderen direkt kommunizieren kann, das größte Problem ist. Bei Schüleraustauschen, aber auch wenn man einfach so als Tourist in ein anderes Land fährt, aus irgendeinem Grund ist die Sprachbarriere immer dazwischen. Deswegen dachten wir, wir entwickeln mal eine App, wo man rein sprechen kann, wie man es gewohnt ist. Aber statt, dass es dann irgendwie übersetzt wird oder so, wird das Ganze in Text übertragen. Dann kann man quasi trotzdem noch die Sprache lernen, die man sich vorgenommen hatte zu lernen, aber es wird als Text angezeigt. Das ist die erste Funktion. Dann dachten wir uns, vielleicht könnte man irgendwann mal trotzdem noch einen Translator einbauen. Das wäre noch cooler, haben wir geplant, sodass man was ansprechen kann und es kommt als Text übersetzt raus. Und dann gibt es noch die dritte Funktion, die ist eigentlich am coolsten. Ja. Ja. Wir können die Nachrichten an die andere Person senden, indem wir Bluetooth verwenden. Der Text der Nachricht von der App zurück in Sprache umgewandelt. Hello. Ja. Die Nachrichten können auch eingesprochen werden. Der Text wird von F erkannt. Hallo. No? Das ist wohl der Vorführeffekt. Nein, aber ich denke, das ist eine echt coole App, die einem wirklich dabei helfen kann, die Sprachbarriere zu überwinden, ohne gleich wieder in seine eigene Sprache Ausflucht nehmen zu müssen. Vielen Dank. Dankeschön. Also ich bin nach wie vor immer wieder beeindruckt, wie viel man an einem Tag schaffen kann und vor allem auch, was man thematisch alles hinbekommen kann. Das ist nämlich schon auch, also ich finde, was Rede mit mir zeigt, ist halt, wir nehmen ein gesellschaftliches Problem, nämlich das der Sprachbarriere, und gucken, wie wir eine Lösung dafür entwickeln können. Und im Grunde ist das auch ein bisschen ein Kern von Jugend hackt. Bei Jugend hackt geht es immer darum, mit Code die Welt zu verbessern und gesellschaftliche Probleme zu lösen. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt auf die nächste Gruppe, bei der es auch ganz viel um Kommunikation geht. Ich will aber gar nicht so viel verraten und bitte deswegen Smile auf die Bühne. Das sind Robin Serik, Misaki Ishige und Harukase Kubota. War das richtig? Einmal einen dicken Applaus. So, wir haben unser Projekt gewählt mit dem Namen Smile und das zwar mit einem besonderen Grund, und zwar Smile heißt Send Messages in Languages of Emojis. So, man fragt sich, es gibt so viele Sprachen auf der Welt und man kann sie nicht wirklich alle lernen oder auch alle irgendwie verstehen. So brauchen wir eine Sprache, die universell ist, und diese existiert bereits schon, die Emojis. So haben wir uns den Gedanken gemacht, warum gibt es keinen Messenger, wo man nur mit Emojis schreiben kann, so dass es jeder verstehen kann. Und das war unser Projekt. Um das Problem des Unterschieds der Sprachen zu lösen, haben wir versucht, ein Emoji-Übersetzungsprogramm zu programmieren. Es heißt Smile Send Message in the Language of Emoji. Wir haben ein kurzes Wörterbuch geschrieben. Wir übersetzen eine Sprache über Emoji in eine andere Sprache. Ein Emoji hat verschiedene Bedeutungen. Wir haben nur eine Bedeutung aufgenommen, um ein Missverständnis zu vermeiden. Wir benutzen HTML. So haben wir diese App programmiert. Das ist erstmal ein normaler Messenger. Wie man sehen kann, sind schon einige Beispieldaten drin. Man kann jetzt ganz normal Nachrichten senden. Aktuell noch nicht mit Zeichensperre, aber das ist zum Beispiel eine der Sachen, die später noch kommen wird. Somit kann man erstmal hier neue Nachrichten reinschreiben und diese werden auch schon für jeden Besitzer der App angezeigt. Dann hat man hier zur Seite, hier hat man dann noch die Funktion, das Guide auszuwählen, was wir zusammengetragen haben, wo dann einige Übersetzungsbeispiele schon dastehen. Okay. Hier. Und das ist ungefähr der Aufbau, wie wir das dann weitermachen wollen. Es wird dann noch geplant, eine Emoji-Tastatur zu machen, sodass man nur Emojis eingeben kann. Außerdem soll man auch noch seinen Nickname angeben, um sich einzuloggen zu können oder damit man sich unterscheiden kann von den anderen. Dann soll es bei diesem Guide noch eine Art Suchfunktion geben, wo man dann nach bestimmten Sachen suchen möchte, wie man das übersetzen möchte. Und es soll auch Funktionen von vielen anderen Messagern geben, wie zum Beispiel private Nachrichten an Leute senden oder die Leute vielleicht irgendwie anders zu kontaktieren. Jetzt würde ich euch noch zeigen, wie das aussieht. Der Code ungefähr. Ja. Yeah. Das ist hier der JavaScript-Part. Das Ganze wird über den JavaScript geschrieben und dann zu einer APK umgewandelt. Dafür nutzen wir hier Visual Studio Code, um das zu programmieren. Und die Mädchen haben das Guide geschrieben und haben die Sachen entworfen. Das haben sie über HTML gemacht, welches dann in die App implementiert wurde. Und vielleicht habt ihr Lust, unseren Chat mitzujoinen und mitzuschreiben. Somit könnt ihr einfach beitreten und die App kann ich euch ganz einfach zur Verfügung stellen. Also ich hätte auf jeden Fall Lust, der App beizutreten. Alleine schon wegen der Emoji-Tastatur, die dann kommt. Genau, bevor wir weitermachen mit der nächsten Gruppe, würde ich ganz gerne nochmal jemanden auf die Bühne holen, der gerade reingekommen ist und ich glaube noch kurz 2 Sekunden Zeit braucht. Genau, wir haben nämlich hier in Taiwan einen ganz tollen Partner gehabt, neben dem Goethe-Institut natürlich, die uns das ganz viel geholfen haben, gab es GAP Zero, das ist eine Organisation aus Taiwan, zu der TTCAT gleich mehr erzählen wird. Und GAP Zero ist im Grunde genommen wahrscheinlich ganz ähnlich zu der Organisation, für die ich arbeite, nämlich die Open Knowledge Foundation Deutschland. Die beschäftigen sich ganz viel mit digitalen Themen, aber eben wie man digitale Technik nutzen kann, um Gesellschaft zu verbessern. Darum geht es bei GAP Zero. Und Yunjen hat uns das ganze Wochenende begleitet, hat uns Mentoren an die Seite gestellt und war quasi unsere Partnerin von GAP Zero und hat uns das schon ein bisschen gezeigt am Donnerstagabend. Aber für die Leute im Livestream haben wir uns jetzt nochmal TTCAT geholt, der neben seinem langjährigen Engagement für GAP Zero auch noch Deputy CEO von der Open Culture Foundation in Taiwan ist. So I will shortly introduce TTCAT because I will switch to English right now because he will do the talk in English. TTCAT is... Hi TTCAT! He's a long member of GAP Zero, and he's also Deputy CEO of the Open Culture Foundation. And I met him last year, I think, in Berlin for the first time, and we talked for about an hour about Jugend hackt. And I thought, we were both like, we have to bring this to Taiwan. So I'm really pleased that we are here right now, and we had the opportunity to do Jugend hackt with the Goethe-Institut here in Taiwan. So. Okay. Okay. Give us 1 minute. Hello, everyone. How are you today? So, who is Taiwanese here? Can you raise your hand? Okay. And who is their first time to Taiwan from Germany? Okay, good. Welcome to Taiwan. And, right, so I'm going to talk a little bit about GAP Zero. It's a civic tech movement happening in Taiwan since 2012, right? So, okay. So, it's me, it's not my real name, but you can call me TTCAT. My real name is Wu Mingshen. And I'm Deputy CEO of Open Culture Foundation and also one of the organizers for GAP Zero Hackathon. Right. So this is a Sunflower Movement happening in 2014. It's a mass occupation for student occupied parliament for almost 24 days, and people sleep on the street, and I was there. My background is an activist. I work for the social movement for last 12 years, and started from LGBT movement, and human rights, and anti-nuclear, and a lot of it. So, I do a lot of this kind of protest, and I sleep on the street, I host a march and parade, and why there's so many this kind of protests happening in Taiwan, and we found out the first first issue is policy making is not transparent. So the people distrust of the government. And the second one is government data is not open, so the information they have and the people have is inequality. And the third one is information overload, so very hard to reach the consensus. As you can see now, more and more large movement, like the Sunflower Movement, we have like 0.5 million people on the street. But you can bring so many people on the street because they are angry for something, but it's very hard to make so many people to agree or deliberate or make a consensus on some issue. So during the Sunflower Movement, the GAP Zero community, they made this website. It's like a Google search. So the Sunflower Movement actually is it's caused by our government want to make a trade deal with China government, but they refuse to deliberation on the in the parliament, term by term. So because the trade deal is very complicated, and most people are afraid it will affect their own industry. But they didn't know exactly what's the trade deal about. So the hacker from the GAP0 community, they made this website. It's like a Google search. You just put your company name or the registration number, then you can find out immediately whether or not your company be affected by this trade deal. So GAP0 is g0v turn the O to 0. The initial idea is that all the government website is ended by gov.tw, and if you turn the O to 0, you can lead to a shadow government website. There's a better user interface, there's open data, and so on. And this movement started from 2012, and it became very large during the Sunflower Movement because they set up for like a live stream or a lot of tours for people to understand what's going on around and in the movement. So what we did is this kind of thing is called CivTech. I believe many of you being experienced this kind of practice, and CivTech is mainly about public communication, popular consensus, and rich civic participation, and push the government to transparency and make accountability. So during the Sunflower Movement, sounds like a very high tech, but during the Sunflower Movement, it's in the parliament, but we are more like here. So you can see a lot of geeks sitting on the table and set up the internet and so on. Right, our first project is this. It's our central government annual budget, and they publish this in this format every year in the PDF, and nobody gonna read it. Actually, nobody really understand it, and it's people might think it's not a big deal because some people will eventually read it, right? But actually, if you think through, this is our tax money. So if we don't understand how our tax money be spent, how we understand this community, this society works. So the first project of GAP0 is they made this. They scrap the data and the number from the PDF, become the visualized website. So you can see it's a different size of the project, and you can compare with it. And also they will translate for you. Like this one is our like a military budget, and it costs like 96 billion. In Taiwan dollars, but it's very big, right? So people usually don't understand. So there's a translate here that tell you it's equal like 19,000 space travel time, or you can translate to how many bubble tea you can buy, how many food you can buy, right? And 3 years later, the Taipei City government, because it's open source, so Taipei City government actually forked this whole project and used that to publish their official Taipei City government budget, annual budget. So it's a perfect example. What we did is we make an example to tell the government, you can build this kind of website, right? And it, because it's open source, so you can free to use, you can free to fork, to copy it to that. So it's a government fork from GAP Zero. Right, so we did a lot of, this community very, very large, so people from this community did a lot of projects. And for example, this one is we combine different sensors for air pollution. And you can see on the map which area is more danger for air quality. And this one is a voting handbook. We combine different data from the different administration and come together. So you can see your candidate in your district, what they promised 4 years ago and what they really vote in the parliament and what's their actually where their money come from and so on. And so on, right. And this one is a Line bot. Line is a very popular messenger app in Asia. And I don't know you, but a lot of Taiwanese, our parents have their group, their Line group chat, right? So all your aunt, uncles, and every relative in the group. And they will always spread a lot of rumors or fake news inside the very close group. So the hacker, they come to, they come up with this project, and they made a Line bot. It's a chat bot. So you can forward the fake news to the chatbot, and then the chatbot will reply to you whether or not in their database it's a fake news or it's a real, okay? So actually, and in the database there's a cross-sourcing fact-check community. They have a 200-ish editor, volunteer editors to do the fact-checking, right? And a lot of experiment about online decision-making tools, and so. We have a public Slack, so if you are interested to join, everybody can join. You can type the join.gov0.today, and you can join by yourself. And we have 3,000 people on the Slack, and 12,000 people on the Facebook group. And also almost 36,000 people like our fan page, and all our project and source code on the GitHub. So you can join it and see what happened on our GitHub. And our status here is we have thousands, more than thousands contributors, and 40% are coders, only 40%. So it's not made by hackers only, right? So like 20% people from the NGO and the government, different government officials like me, or we have a 10% designer, so if you are a designer, please join us because it's more or less. And 30 other specialties like a lawyer, writers, photographers, filmmaker, and so on. Right. And we host the bi-monthly hackathon. And every 2 months, we have one hackathon around 130 people. And as you can see, we have a lot of food to attract the hacker to work free for us. And people may, people propose their ideas, make friends there, and they eat a lot. And it's a one-day hackathon. And we just had our 5th anniversary hackathon in 3 weeks ago, right? Last month, right? And we love Goofy, so a lot of friends here. Okay, and every 2 years we host a GAP Zero Summit. Last summit is hosted in 2016. We have 800 attendees and a speaker from 17 countries, and there's a lot of speeches. And the guy sitting in the middle, he's our former prime minister, because he's the one who actually pushed the open data in our government. And another Goofy here. So it's all made by volunteers. So we have hundreds of volunteers. They work for 7 months to host the whole summit. Even the interpreter was volunteer. Right. And we host hackathon in New York. And this one is she's Arjutan. She's from the GAP Zero community, and she's also very famous for open source communities. And she's now our digital minister in our governments to push the open data, open government initiative, and some social enterprise, right? And she's also the first transgender government officials. So GAP Zero actually is a decentralized community, and everything's default is open, including our hackathon organizing team. So if you search our channel board, you can see our work week by week, day by day. You can see what we're going on here. And in GAP Zero, we have this spirit that X, not why nobody is doing this, you are the nobody. I don't know if it makes sense in Germany people here, or Taiwanese people here. In Taiwanese, it's called, 不要问为什么没有人做，你就是那个没有人, okay? So it's like sometimes in your communities or in your event, somebody will come to join and they will say, you should not do this, you should do that. It's not, doesn't mean anything you do this, right? But in our community, there's a culture that don't ask why nobody doing this. You can start it by yourself. If you have a great idea, you just start doing this, right? So in 2015, there's a people scrap the data on the Slack and see how the World Civic Tech Organization doing on the GitHub, right? Sorry. GitHub. So as you can see, the red dot here is America communities, Cove America, Sunlight Foundation, and in the left top corner there's an Open Knowledge Foundation, and in Europe, My Society Europe community, and you see the green orange dot there is a GAP Zero from Asia. And it's compared to our population in different countries. Actually, the movement in Taiwan is quite active. Maybe because it's, we had a very, very bad time before for our government politic in last 8 years. But if you put all the organization on the map, you can see most of this organization is in the America or Europe, but not in the South, not in the Asia or the Global South, right? So we start to thinking how we can bring this experience or this know-how or do more exchange in this region. So start from the hackpad. I don't know if you know hackpad. It's like a hackMD. Do you use hackMD? No. Okay. Well, it's like a Google Doc. Everybody can write about it. So people start this idea. Maybe we should have a legal entity. And within a week, we started an Open Culture Foundation in 2014. And it's not supported only by the GAP Zero, but also other open source communities in Taiwan. So we do a lot of international project exchange. So that's why I visited Berlin last year. And we support young people to go any conference related to open source. And we do the workshop for the government officials. And we started the Civic Tech prototype grant copy from you, right? From the German prototype grant. And compared to the money, we not so many money here, but still we have each project can get 10,000 USD to 16,000 USD for development 6 months, right? And we did 2 rounds in this year, and this project is one of the grantee. They made this open hard wave to do the sensor for the farmer, and they put this sensor on their farm, so they can do the small scaling weather sensor. So you can put all the data on the farmer's iPad or iPhone, and then they can see the wet or the weather is raining or is sun or every data. Right, so they can decide better what kind of product they want to do. Right, and there's a lot of news report, and so we are thinking about putting this idea with a little bit resource, and they can build a lot of impact. So at the first, they applied to the grant. They only have 3 people, but after 6 months, right now they have 30 people, more than 30 people. There's building a community, right? So there's a lot of travel to do, a lot of exchange, right? So that's what we did, right? And then we copy, we do the GAP Zero news for cover every story around the world related to open data, open government, or civic hack. And now it's by language, so we did a lot of Chinese or English or translate this news article, because I think most people don't understand what we did here, right? So how are you going to explain what we did here, or the civic hack, to your parents, to your classmate in your school, to your friend? So we hire the storyteller, professional storyteller, to write down this kind of a story to tell people in their own way to understand what's the impact of this civic hack, right? Okay, so. Yeah, and we host a lot of events, right? Okay. Another goofy here. Okay, so I think that's it. So if you are interested to know more about GAP Zero, that's what you can do. You can join the Slack by yourself. It's the URL is join.g0v.today. And you can put your email there, and you can join the Slack by yourself. And you can start to attend our hackathon. And don't be afraid if you are not a coder. Anyone can join. Because from my background, I think sometimes we are focused on how we do, how we bring the tech community to the government or a policymaker, right? But in our experience, we think the most important thing is how we combine the government and the non-tech people, which is the general public, and the traditional NGO who really understand the issue, the social issue, together. So by connecting these 3 groups together, we can build much better society. So. That's it. Thank you. Thank you, TTCAT. I think it's quite interesting because it's we have so many similarities, like with the Open Knowledge Foundation, the issues that we are dealing with. For example, we also have like a budget visualization, and we also do hackathons and stuff like that. But in so many ways, it seems like you're a step ahead. Because, I mean, for example, Audrey Tan, you have a digital minister. We don't. We are way far away from something like that. So I think we can still learn a lot from you. Okay, ich switche mal zurück zu Deutsch, weil wir haben jetzt noch die letzten beiden Projektpräsentationen, auf die ich mich freue. Und die nächste Gruppe ist Culture Map meets an Experience. Das ist eine große Gruppe mit Martin Jobke, Liam Wachter, Moritz Beck, Ju Hyun Lee, Jiwon Wang und Mijidori, is that right? How do you pronounce it? Mijidori and Kitty. So, welcome Culture Map and Experience. Wir sind Kitty, Jiwon, Juhyun und Moritz, Liam, Kit, Mitte, Martin. Normalerweise findet man es beim Schüleraustausch wichtig, dass die betreffenden Kulturen sich mischen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass die Teilnehmer, also Schüler, die das Ausland besuchen, mehr autonom das Programm genießen können. Heutzutage gibt es schon tausende Austauschprogramme und viele Informationen über das Internet, aber es ist schwer für die Schüler, alle Informationen einfach nachzuschlagen. Also haben wir uns vorgestellt, wie wäre es, wenn wir Schüler und Schülerinnen, die selbst an einem Austauschprogramm teilgenommen haben, diese Informationen und Erlebnisse mit anderen zu teilen, die vorhaben, an einem Austauschprogramm teilzunehmen. Ich möchte über die Grundidee von Kulturmap reden. Kulturmap ist eine Plattform mit einer interaktiven Karte, die es erlaubt, Informationen nach Kategorien für kommende Schüleraustausche zu erhalten. Die Webseite für dabei helfen, aktuelle Informationen über Austauschprogramme bereitzustellen und einen bestmöglichen Aufenthalt im Gastland zu ermöglichen. Auf unserer Website haben wir beide Teilprojekte zu einem großen Projekt zusammengefasst, um eine möglichst gute Bedienungsfreundlichkeit für den Nutzen zu bieten. Genau. Ich werde jetzt über die Karte reden, welche sozusagen die Grundbasis für den Benutzer ist. Die Karte soll für den Nutzer dazu dienen, dass er bestimmte Länder auswählen kann. Man sieht es hier, sie ist interaktiv, also der Benutzer kann mit der Maus über die Karte hovern und dann wird sozusagen der Name des Landes oben rechts angezeigt und später soll es noch so sein, dass wenn er jeweils auf das spezifische Land klickt, dass sozusagen zu der bestimmten Webseite verlinkt wird und genau auf dieser Webseite werden dann die Kommentare der Schüler, welche jeweils in diesem Land schon einen Schüleraustausch gemacht haben, angezeigt und so kann er, sag ich mal, einfach die ganzen Kommentare zu dem bestimmten Land erhalten. Ich spreche über die Funktion der Website und das Hauptziel. Wir können die Informationen des Schüleraustauschprogramms bekommen und die Austauschschüler besitzen durch das Video die Möglichkeit, ihre Erlebnisse zu teilen. So, sie tauschen diese mit anderen Schülern, die sich mit auf das Austauschprogramm vorbereiten. Also können wir über die Probleme und die Sorgen sprechen und einen Tipp geben. Und das Hauptziel ist, dass viele Schüler mit anderen Kontakt bekommen, sowie schnell und einfach ihre Informationen tauschen. Also das ist die Webseite, welche die Videos enthält und in die verschiedenen Kategorien eingeteilt sind. Damit können Schüler, die ihre Erfahrungen in Form von Videos über die Kultur, Sehenswürdigkeiten und Tippvideos teilen. Und die Videos werden ständig aktualisiert und kommen von einem Videoserver. Später soll noch die App zum Videoaufnehmen mit der Webseite verbunden werden. Wie diese genauer funktioniert, wird von meinen Teamkameraden erklärt. Okay, wir haben uns gedacht, dass es am einfachsten ist, kleine Videos mit Hilfe einer Handy-App aufzunehmen. Also haben wir einen ersten Prototypen der Handy-App gemacht. Genau. Man stellt ein, welche Sprache man spricht und für welches Land man sich interessiert und kriegt dann die Einträge, die andere Nutzer dazu schon gemacht haben, aus der Datenbank. Außerdem hat man die einfache Möglichkeit, per Knopfdruck ein Video aufzunehmen, einfach auf den Video-Record-Button drücken, Video aufnehmen und abschicken. So wollen wir, dass man möglichst einfach seine Erfahrungen teilen kann. Ja, wie funktioniert das Ganze im Hintergrund? Also wie kommen die Videos von der App auf die Website? Wie werden die ganzen Inhalte angezeigt? Dazu haben wir hier so eine kleine Übersicht gebastelt. Das heißt, wir haben hier unser Backend, also den Server, der im Hintergrund aktiv ist und irgendwie alles organisiert, was an Daten so anfällt. Und wir haben hier die Android-App und unsere Webseite. Und wir bekommen die Daten von der App über eine REST-API direkt zum Server. Das sind dann die Videodaten und die Daten, die der User eingibt, wo er sich gerade befindet, welche Sprache das ist, eine Videobeschreibung und so weiter. Und die landen dann auf dem Server, werden dort in einer Datenbank katalogisiert und werden dann per Videostream, also die Videos per Videostream, wieder an die Webseite und die Android-App geschickt, beziehungsweise die anderen Daten dann ganz einfach per Datenübertragung. Ja, soweit auch mit unserem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke. Ist aus? Nein, es ist noch an. Ja, danke. Culture Map und Experience. Ich bin auch da immer wieder baff. Ich meine, das war jetzt, die haben eine Webseite gebaut, komplett. Die haben Text eingefügt, die haben eine Karte visualisiert und sie haben noch eine App gebaut. An einem Tag. What? Genau, ich freue mich aber auch, und jetzt brauche ich wieder meinen Spickzettel, sorry. Die letzte Gruppe begrüßen zu dürfen. Das ist nämlich Body Language. Body Language, das sind Chan, Shun, Yut, Tai, Chen, Xiao, Kim, Hyungin und Loshia Chang. Ich glaube, ich mache mich wahrscheinlich komplett zum Affen, wenn ich diese Namen versuche auszusprechen, aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, weil dann merkt man, wie schwierig das ist, wahrscheinlich auch für asiatische Leute Deutsch zu lernen. Okay. Okay. Ich glaube zwei. Du bist der Zweite. Ja. Hallo alle, wir sind die Calliope-Gruppe. Wir haben so einen Körpersprache-Übersetzer gebaut mit der Calliope, deshalb haben wir uns selbst so genannt. Und dann stelle ich erst uns vor, oder ja. Ich bin der Taichung aus Taiwan und ich freue mich, euch zu sehen. Ja, könnt ihr euch vorstellen? Hallo, ich heiße Hyunjung und ich komme aus Korea. Hallo, ich heiße Meg und ich komme aus Hongkong. Hallo, ich heiße Le Jia und ich komme aus Kaohsiung, Taiwan, ja. Ja. Und aus einem Austauschschüler im Ausland wird man so manchmal unangenehme Situationen. Warte mal. Nee. Nein. No. Komisch. Ja. Manchmal wird man so unangenehme Situationen treffen und du weißt nicht, wie man kommuniziert, oder vielleicht machst du schlechte Geste. Zum Beispiel in England darf man nicht zwei Finger rausstrecken. Das bedeutet, das hat so schlechte Bedeutung. Und, aber man darf noch nicht aufhören, mit anderen zu kommunizieren. Deshalb haben wir so einen Übersetzer gebaut. Dann okay, dann Menschen aus dem Westen. Dann Menschen aus dem Westen denken, dass das Bild mehr glücklich ist, und Menschen aus dem Westen denken, dass das Bild mehr glücklich ist. So, warum denn? Denn die Wege, Emotionen zu erkennen, unterscheiden sich. So. Oh Gott. So. Ah, das? Okay. Laut einer Studie. Schauen Menschen aus dem Westen, die emotional kennen sollen, zuerst auf den Mund. Und wenn die Leute das aus den Osten Emotionen erkennen sollen, sehen sie zuerst die Augen. So, ist okay. Deswegen benutzen westliche Leute viele Emoji, bei denen der Mund am wichtigsten ist. So, in Asien benutzt man mehr Emoji, bei denen die Augen vor der Grund stehen. So, das ist ein großer Unterschied. So, also mit einem Wort, das ist ein Abwärtspunkt von unserem Produkt. Ja. Mit diesem Produkt helfen wir denen, die keine Fremdsprachen und einfach sprechen. Und Menschen können auf einen technischen Weg zu kommunizieren. Ja. Und man kann erkennen, warum die andere Person während des Gesprächs so eine Emotion gemacht hat. Die Menschen daran hinten etwas unhöflich zu machen, zum Beispiel Gesichtsausdruck. Es hilft Menschen, hektischer und höflicher zu sprechen. Zur Funktion. Also es gibt verschiedene Körpersprachen in verschiedenen Ländern, und in dieser Situationen würden definitiv Missverständnisse passieren. Darum brauchen wir jetzt Calliope für die Übersetzung. Also die erste ist LED-Licht, und jedes Farbe steht für einen Namen. Zum Beispiel hier ist blau, das heißt Hongkong. und wir können das zeigen. Oder rot heißt Deutschland und ja. Ja. Hier ist rot und das heißt Deutschland. Und hier ist lila und das ist Korea. Okay. Dann. Und dann. No. Ja, die zweite ist Kambodien und es ist ein Symbol für die Emotion von jedem Land und es gibt 5 verschiedene Emotionen als die Halbzeichen, zum Beispiel freundlich, traurig, böse oder eine Oh-mein-Gott-Emotion und süß. Ja. Entschuldigung für auf Englisch sprechen ich weiter. I will insert the symbols in the code. If, if the emoji is made up with a Korean or the name, the code will be arranged with the point. Like that is the point, and then it will be like. Also alle Länder haben verschiedene Farben, hier sieht man, und dann auch unterschiedliche Komojis. Und zum Beispiel gerade war ein Komoji für Böse aus Korea, wie man in Korea so ausdrückt. Und wir haben auch Musik reingemacht. So. Ah, und nächste. Wie kann man den Produkt verbessern? Also jetzt gibt es eine 5x5 Display für Komoji, aber in der Zukunft wir können ein größeres Display machen, damit wir die Körpersprachen auch auf dem Display sehen können. Also das ist unsere erste Idee, aber mit diesem 5x5 Display es gibt eine Limitation. Also, ja, und in der Zukunft, wir können auch das besser aussehen machen. So wie eine Uhr, das kann man so machen. Ja, okay. Nächste Uhr. Okay, die Bedeutung einer Geste unterscheidet sich von Länder zu Länder. Und mit diesem Gerät musst du nicht Angst haben, so falsche, in der Zukunft vielleicht setzen wir Gäste rein und wenn du mit diesem Gerät, wenn du vielleicht so glücklich bist, dann zeigst du nicht die, vielleicht hier Victory in Britain oder dann kannst du einfach dieses Gerät zeigen und dann sieht man ein Emoji, die man in vielleicht England benutzt oder Deutschland. Dann man vermeidet so unangenehme Situationen. Ja, das muss man nicht sagen. So geht es nicht. Oh, zum Beispiel in Griechenland. Bei uns ist das so Hallo oder freundliche Zeichen, aber in Griechenland bedeutet das Scheiße essen. Dann, das sind so zum Beispiel unangenehme Situationen. Das war ein Beispiel. Und bedankt es. Ah, okay. Das ist das Ende. Wow. Vielen Dank. Body Language war das. Ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich tatsächlich auch sowas mal um den Hals hängen und dann irgendwie einfach nur rumlaufen und gucken, was für verschiedene Komojis dabei rauskommen und welche Melodien irgendwie dann je nachdem dabei rauskommen. Vielleicht mache ich das nachher mal noch. Genau, wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Präsentation. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank und ich finde einen dicken Applaus an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ich möchte auch noch ein paar wichtigen Leuten Danke sagen. Das wäre nämlich natürlich überhaupt nicht möglich gewesen, wenn wir nicht wieder fantastische Mentorinnen und Mentoren gehabt hätten. Die haben wir teilweise aus Deutschland mitgebracht, aber ein großer Teil kam auch aus Taiwan, was mich besonders gefreut hat. Deswegen einmal Mentorinnen alle aufstehen und einmal einen riesigen, riesigen, riesigen und ganz langen Applaus und Jubel für die Mentorinnen kommt vor. Okay. Und natürlich wäre das alles auch nicht möglich gewesen, vor allem ohne die großartige Unterstützung des Goethe-Instituts hier in Taiwan. Und wir hatten zwei tolle Begleiterinnen, Yu Ting und Wei Chen, denen ich auch ganz herzlich Danke sagen möchte. Am allerwichtigsten für uns waren aber natürlich Su Wan vom Goethe-Institut. Und Yunchen. Su Wan, komm mal vor. Und Yunchen von GAP Zero. Wirklich, ein riesen, riesen, riesen Danke. A big, 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 big thank you from all my heart for this great experience. It was a pleasure. Und bevor wir Schluss machen, wir haben noch eine letzte Sache. Wir haben nämlich heute ein Geburtstagskind. We have a birthday child today. Somebody's birthday. So, Ude. Ude's birthday today. Ja, okay. Und wir machen jetzt eine Sache. Und zwar, wir machen eine deutsche Tradition. Wir lassen dich hochleben. You will see. You will see. Okay, die Deutschen müssen alle ganz laut mitsingen. Achtung. And there's a huge cake for you over there. Oh. Und ich glaube, damit beschließen wir die Veranstaltung. Ich sage nochmal Danke. Tschüss an den Stream. Tschüss an den Stream. Vielen Dank an alle. Macht's gut. Okay, das war der offizielle Teil.